Falls du es noch nicht getan hast, melde dich doch noch bei Wikisana an. Danke. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe unserer spirituellen Sprechstunde. Und heute haben wir das Thema Engel. Gibt es Engel? Sind die mit uns? Wie können wir mit ihnen in Kontakt treten? Dazu habe ich einen fantastischen Gast geladen, aber dazu gleich mehr nach dem Intro. Willkommen zurück. Heute haben wir das Thema das Wirken der geistigen Welt und der Engel mit uns. Und hier habe ich eine Expertin auf diesem Gebiet, Jasmin Scheer, Engellichter. Herzlich willkommen. Ja. Hallo Nepomuk, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, wirklich. Wir kennen uns schon eine Weile von anderen Begegnungen. Ja. Genau. Und das Thema der Engel ist für viele Menschen ein schwieriges Thema, auf der anderen Seite aber auch ein faszinierendes Thema. Die Geschichte der Menschheit ist voll mit Geschichten von Begegnungen mit Engeln. Überall gibt es Engelabbildungen bis in die Geschichte hinein, der Sumerer. In den Kirchen kann man sie ohne Engel gar nicht vorstellen. Und wir verorten die immer mit so Flügeln am Rücken. Wie ist das mit dir gekommen? Denn ich habe hier ein Stichwort bei mir aufgeschrieben. Das heißt, du hattest eine Engelbegegnung. Ja, genau. Ja, ich hatte mehrere Engelsbegegnungen, aber die erste, die mir wirklich so die Tür geöffnet hat und wirklich klar gezeigt hat, hey, uns gibt es wirklich, nimm uns wahr, wir sind da, das war im Alter von 20. Da war ich in Amerika, hatte einen Sprachaufenthalt und wir sind nach Orlando gefahren. Also ich habe das Auto gefüllt mit 4 weiteren Studentinnen und Studentinnen und wir sind nach Orlando gefahren, genau in so ein Freizeitpark. Ich war damals in St. Petersburg in Florida und bei der Rückreise saß ich am Steuer und ich begann wirklich am ganzen Körper zu zittern. Und das war so stark, dass ich wusste, jetzt kommt ein Unfall. Also ich werde jetzt dann in einem Unfall involviert sein, wenn ich nicht sofort auf die Seite fahre. Und ich habe meiner lieben Freundin nebendran gesagt, die neben mir gesessen ist, ich muss raus, weil es passiert ein Unfall. Und ich sagte dann, fahr raus. Und ich bin dann sehr schnell dann wirklich links weggefahren. Und in dem Moment, als ich den Wagen gestoppt habe, ist der vordere Reifen geplatzt. Das heißt, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich natürlich in diesem Tempo auf dem Highway weitergefahren wäre, ob ich die Kontrolle verloren hätte oder nicht. Auf jeden Fall war es ganz klar, ich wurde geführt. Und das war die erste Situation. Und dann wollte ich aber ja diesen Reifen wechseln. Und ich sagte, kommt raus, wir müssen diesen Reifen wechseln. Ich hatte noch nie einen gewechselt vorher. Und das Dumme war, auch niemand, der im Auto saß, hat jemals zuvor einen Reifen gewechselt. Das kommt ja nicht so oft vor. Ja, das heißt, wir saßen da und jetzt, wie geht's weiter? Und dann habe ich so hinübergeschaut und einfach natürlich noch Danke gerufen nach oben, weil ich wusste, ich wurde so unglaublich geführt. Mein Lebensplan war noch nicht zu Ende. Und da sah ich so ein weißer Pickup, der gewendet hat und über den Wiesenstreifen direkt zu uns gefahren war. Und da kamen 2 Männer, die da drin gesessen waren, mit langen Bärten und dunklen Sonnenbrillen. Und die, ja, das waren so wirklich sehr, es war eine sehr eine imposante Erscheinung. Und die kamen da und standen dann vor mir und sagen, wir machen das jetzt für dich. Und die haben dann in kürzester Zeit diesen Reifen gewechselt. Und ich wollte natürlich das bezahlen, doch sie haben gesagt, nein, wir sind da für das, wir sind da für dich. Und ich habe dann gedacht, okay, ja, super, ich habe da gar noch nicht so weiter studiert. Ich habe dann einfach gedacht, die haben eine wirklich wunderbare Pannenhilfe hier in Florida. Und sind wir dann gut nach zurückgekommen auf unseren Campus und am nächsten Tag war ich in der Schule und ich habe das erzählt und habe dann auch gesagt, das ist ja wunderbar.
dass da die Pannenhilfe so, ja, so gut schaut und sofort da war. Und sie haben mir erklärt, dass sie gar keine Pannenhilfe hätten. Und dann wusste ich, okay, da haben sich die Engel wirklich manifestiert für mich, für uns alle in diesem Auto. Und ich war einfach unglaublich dankbar. Und da hat sich wirklich mein Herz nochmals geöffnet. Hatte ich ja schon als Kind schon sehr, war ich schon sehr sensitiv, habe viel gefühlt. Aber da wusste ich, wow, ich werde wahrhaftig begleitet. Da würden natürlich viele Zuseher sagen, es kann ja vielleicht auch ein Zufall sein. Mhm. Die sind halt zufällig vorbeigefahren und sagen, Mensch, das sind lauter hübsche Frauen am Straßenrand, denen helfen wir jetzt einmal, den Reifen zu wechseln. Aber du hast jetzt auch gerade von deiner Kindheit gesprochen. Wie bist du denn überhaupt aufgewachsen? Hast du als Kind, was sagt du bist schon ein bisschen sensitiv gewesen, auch hier Begegnungen oder ja, etwas wahrgenommen, was vielleicht ungewöhnlich war? Das Schönste ist wohl, was ich sagen kann, ist, dass ich einfach mit einer wunderbaren, liebevollen Mama aufgewachsen bin. Ja, ich habe eine wunderbare Familie. Meine Mutter war für mich, wie du schon weißt, einfach die pure Liebe. Und sie hat mir sehr viel gezeigt über die Engel und erzählt. Und so musst du dir vorstellen, unser Haus, das war voller Engel. Überall diese Engelsfiguren. Und als kleines Kind fand ich das noch schön, aber so als Teenager hatte ich dann schon irgendwann mal das Gefühl, es sind ein bisschen zu viele Engel da. Weil irgendwie feiern wir ja nicht im Sommer Weihnachten. Weil wenn wir Gäste hatten, sagten sie immer, hast du denn den Weihnachtsschmuck noch nicht versorgt? Und dann sagte meine Mutter einfach ganz klar, weißt du, bei uns ist das ganze Jahr Weihnachten. Schön. Und das hat es mir geblieben und auch die Erinnerung, diese Engel wollten uns einfach nur zeigen, dass wir nicht alleine sind und die Erinnerung daran. Das heißt, deine Mutter hatte schon Kontakt zu diesen Engeln und hat ihn auch vorgelebt, hat dir darüber erzählt, wie man das macht, wie man da in die Verbindung geht. Hast du das als, sag ich mal, als Kind mit Begeisterung aufgenommen oder war das völlig normal? Weil bestimmt, wenn deine Freundinnen oder Freunde sagen, Mensch, wir sprechen zu Hause immer mit den Engeln, was haben die dann dazu gesagt? Ja, es war nicht unbedingt so, dass sie mir jetzt den Kontakt gelernt hat. Sie hat einfach wirklich das Wichtigste, ich glaube, das war das wichtigste Fundament für mich war, weißt du, Jasmin, du bist nie alleine. Du bist immer stets begleitet. Und das wurde dann mit 20 wirklich sichtbar. Ich wurde wirklich begleitet. Hatte sie auch ein Erlebnis, warum sie so an diese Engeln glaubte? Ich habe einfach das Gefühl heute, sie hatte sicher Engelserlebnisse, aber was sie nie wollte, war, sie wollte mir nie etwas aufzwingen. Okay. Sie sagte einfach, weißt du, ich weiß, ich bin behütet und sie sind da. Das war für sie einfach ganz klar. Und was auch noch war, war eben, sie lebte diese Liebe, die wir ja in uns tragen. Ich stelle mir immer so vor, wir waren, als wir hier inkarniert sind, waren wir wie ein Diamant. Jeder von uns ist ein Diamant. Und diese Liebe, dieser Diamant, ist die bedingungslose Liebe überhaupt. Und wenn ich jetzt so an meine Mutter denke, war sie dieser Diamant bis an ihr Lebensende. Das heißt, mit diesem rohen Diamanten, der da wirklich noch leuchten kann, war sie stets verbunden. Deshalb war ihr Handeln eigentlich oft engelsgleich, weil sie urteilte und verurteilte zum Beispiel nie. Schön, sehr. Sogar die Menschen, die ihr schlecht gesinnt waren, denen war sie nicht schlecht gesinnt. Und da galt wirklich meine große Bewunderung. Sehr hohe Schule, ja. Und dieser Diamant, weißt du, das finde ich so spannend, was ich von ihr gelernt habe und auch heute ganz klar weiß, ist, wir haben diesen Diamanten. Mit diesem Diamanten sind wir stets in Verbindung. Wir können auch sagen, das ist unser Geist. Wir sind ja auch Geist, wir sind Seele. Und durch diese Seele sind wir stets verbunden mit den Lichtwesen, mit der Engelswelt, auch mit der geistigen Welt. Aber unsere Erlebnisse, die uns prägten hier auf der Erde, das heißt, wenn du Glück hast, kommst du in eine Familie, wie ich jetzt hineingeboren wurde. Wenn du vielleicht weniger Glück hast, ist es vielleicht ein wenig schwieriger. Oder du suchst ja auch immer Schwierigkeit aus. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall auch noch. Das ist auf jeden Fall so. Wir suchen uns das aus. Das ist ja unsere Vorbestimmung, die wir selbst gewählt haben. Aber was ich schon faszinierend finde, ist, oder erkennt habe während dieser Zeit, ist, dass wir uns dann Mäntel umlegen. Unter jeder Erfahrung, die wir machen hier auf diesem Planeten, sei sie gut oder schlecht, vor allem die schlechten natürlich eher, legen wir uns einen Mantel an, einen Schutzmantel. Weil wir das noch nicht mehr so erleben möchten. Es soll nicht mehr so tief gehen, unsere negativen Erlebnisse. Und so haben wir Erlebnisse nach Erlebnis und wir bilden noch mehr Mäntel. Und schlussendlich ist es eine Mauer. Und diese Mauer ist so stark,
dass unser Diamant nicht mehr leuchtet. Verstehst du? Und nicht mehr gleich, nicht kann der Liebe. Kann Licht nicht mehr scheinen. Ja, und dieses Liebeslicht, das wir eigentlich in uns tragen, und die Verbindung zur geistigen Welt, die wird dann schwieriger, weil wir so eingemauert sind. Und der Wunsch von mir ist, und das ist auch der Wunsch, wirklich, der ist eine innere Haltung von der Engelswelt, zieht diese Mäntel aus. Okay. Auch wenn ihr dann selbst. Ja, dann macht man es aber wieder verletzlich, dann ist genau. Die Gefahr dann. Aber zum Erkennen, die Verletzlichkeit ist eben nichts Negatives. Mhm. Wenn du das erkennst, und wenn du erkennst, auch hey, auch wenn du verletzlich bist, kannst du die Engel rufen, diese Energie, die dich dann beschützen und dich auch tragen während dieser Zeit. Aber wenn du durch die Pubertät gegangen bist, du hast ja bestimmt einen Beruf gelernt oder warst du gleich mit den Engeln, sage ich jetzt mal. Oh, ich habe einen langen Weg gemacht. Zuerst meine erste. Sehr viele Mäntel angelegt. Ja, das waren nicht gute Erfahrungen. Ich durfte zuerst Friseuse lehren. Und das war ganz cool, weil ich hatte da wirklich sehr nahen Kontakt zu den Menschen. Ich habe ja im Hotel gearbeitet dann und ich hatte wirklich ganz spannende Menschen um mich herum. Merkte aber dann relativ früh, dass ich noch weiter möchte. Ich habe dann noch Kindergärtnerin studiert, in der Schweiz studiert man das später, und dann gespürt, oh, die Kinder, die mit besonderen Bedürfnissen bei mir sind, die faszinieren mich. Die bringen etwas mit, was mich fasziniert. Und ich wollte noch mehr über diese Kinder erfahren und habe dann noch Heilpädagogik und Logopädie studiert. Mhm. Später dann hat mich die Familie um diese Kinder noch mehr interessiert und war ich bei Jesper Juhl in der Ausbildung zur Family Lab Seminarleiterin, habe dann Vorträge gegeben über das Selbstwertgefühl der Kinder, wie man das stärken kann, und bringe damit so einen Rucksack mit jetzt. Und dann irgendwann, nicht irgendwann, sondern speziell dann, wann meine Mutter gestorben ist, im 2013, kam ich wirklich zur Medialität noch stärker, weil es ist ein bisschen vergessen geraten. Ich wusste schon, ich bin begleitet, aber die Arbeit oder die Zusammenarbeit ist ein bisschen vergessen. Also diese ganze Ausbildung, die du gemacht hast, war eher in diesem irdischen Gedankengut, wie man Kinder betreut, wie man sie fördert etc. Genau. Und dieses Spirituelle ist in den Hintergrund gerückt. Ja. Und der Tod deiner Mutter hat dich irgendwie wieder wachgerufen und hat gesagt, okay, da ist doch noch was hinter dem Vorhang. Auf jeden Fall, vor allem, weil ich doch dabei sein durfte. Also sie hat mir das größte Geschenk gemacht, meine Mutter, dass ich sie beim Übergang begleiten durfte. Okay. Und meine Schwester war auch dabei. Wir haben sie wirklich hinübergesungen. Und wir haben nachher sogar mit ihr getanzt. Und das war sehr schön, weil sie liebte das Tanzen. Und dass wir merkten, ihre Seele ging weiter, weil sie konnte nicht mehr tanzen. Sie war sehr krank. Wussten wir, jetzt tanzen wir noch mit ihr. Mhm. Und das war sehr schön, dieses Erlebnis auch. Habt ihr es gespürt, energetisch? Wir haben, also nur schon als sie gegangen ist, das war so wunderschön. Es war wie eine Geburt auf die andere Seite. Mhm. Und sie sagte auch nie, weißt du, Jasmin, wenn ich mal sterbe, dann ist es ein Heimgehen. Das musst du wissen. Und ich möchte, dass niemand schwarz angezogen ist, wenn ich einmal gehe. Ihr müsst farbig sein. Ja, wir waren nicht schwarz. Das stand auch ganz klar auf der Einladung. Da war ja aber deine Mutter schon spirituell sehr weit entwickelt. Das war sie. Das war sie. Sie konnte es einfach zu dieser Zeit nicht leben, weißt du. Ja, aber vor allem, das ist ja auch eine Generation, Nachkriegsgeneration etc. Da hat man ganz andere Probleme als, sage ich mal, hier dieses Gedankengut. Genau. Ich überlebe den Tod und mir geht's dann wieder gut und so ja, weiter. Ja, das war für sie ganz klar. Und sie sagte immer, ich gehe nach Hause. Ja, das war wirklich, wirklich für mich einfach das Schönste. Und ich wusste dann auch, dass sie hatte recht. Weil sie ging so friedlich, es war wie so ein letztes Ausatmen und ich habe wirklich gefühlt, jetzt ist sie gegangen. Das heißt, sie ist noch nicht gegangen. Sie wollte noch tanzen mit uns. Und das war wirklich. Hast du getanzt, der Walzer oder der Rock'n'Roll? Nein, Rock'n'Roll, wenn schon, denn schon. Hat sie geliebt. Ja. Meine Mutter war dement am Ende. Sie hatte die Alzheimerische Demenz und das war sehr schwierig für uns alle. Aber was war, ich ging sie regelmäßig besuchen, sie konnte nicht mehr sprechen. Aber diese Liebe, eben dieser Diamant, der hat bis zum Ende geleuchtet. Mhm. Und deshalb, das war auch unsere Kommunikation. Schlussendlich haben wir einfach so kommuniziert. Mhm. Ja. Und dann hast du gesagt, okay, ich muss mein Leben umstellen. Ja. Ich möchte jetzt mehr für die geistige Welt arbeiten, für die Engel. Da sind dir die Engel wieder eingefallen oder hast du da noch mehr Erlebnis gehabt, wo du hast das Thema Engel bestärkt? Ja, auf jeden Fall. Ich war dann bei einem Medium vom englischen Spiritualismus, was ich danach auch gelernt habe. Und es hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, weil diese Frau, die mich nicht kannte, die meine Mutter nicht kannte, hat dann wirklich meine Mutter so klar beschrieben. Und irgendwann hat sie zu weinen begonnen.
Und dann hat sie gesagt, entschuldige mich bitte, das ist mir noch nie passiert. Aber deine Mutter ist engelsgleich. Und das berührt mich jetzt so. Und sie sagt jetzt, du bist ein Engelsmedium. Und du, Jasmin, du musst jetzt arbeiten als Engelsmedium. Okay. Und ich habe dann gedacht, nein, also nein, wie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon die Verbindung, das weiß ich, die kann ich wieder her, die bekomme ich wieder her, aber wie? Und ich weiß, ich bin begleitet, aber ganz viele Fragezeichen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, und sagt sie, ja, sie sagt mir das vehement und sie sagt, du hast im oberen Stock deinen Tisch mit den zwei Stühlen, die hast du von ihr geerbt. Du siehst dort auf den See und dort wirst du deine erste Sitzung halten. Ja. Und das war dann auch so. Viele Jahre später dann, ich ging dann auch in die Ausbildung nach England, ins Arthur Findlay College, habe dann auch Ausbildungen in der Schweiz bei Indra. Ich glaube, so eine Ausbildung ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man diese Verbindungen nochmal ein bisschen verstärken will oder die Techniken lernen müsste, wie man diese Informationen aufnimmt, oder? Also für mich war das ganz, ganz wichtig damals, einfach weil ich sehr, ich wollte einfach wirklich seriös arbeiten, weißt du, und ein Fundament haben und ich wollte auch wie eine beweisführende Medialität haben, aber eben nicht nur zu den lieben Vorausgegangenen, also meine Ahnenreihe, sondern eben auch zu den Engeln. Und deshalb brauchte ich wie dieses Fundament. Und das war wichtig und gut. Und heute gebe ich das ja selbst weiter. Heute gebe ich mein eigenes weiter, aber aufgebaut auf dieses Fundament. Gehen wir mal in diese Engelkontakte rein. Du wirst ja nicht nur mit Klienten darüber sprechen. Mich interessiert jetzt einmal deine persönlichen Erfahrungen, wenn du mit ihnen kommunizierst. Mhm. Was sind denn die Botschaften der Engel? Die haben bestimmt nicht diese irdischen Themen, wie wir haben. Nein, also es sind schon auch Botschaften. Speziell während der Corona-Zeit hatte ich wirklich intensive, sehr intensive Botschaften gekriegt. Und ich nehme die dann auf, weil ich gehe dann wirklich in die Verbindung, in die Trance, in den Trance-Zustand. Und dann verbinde ich mich. Dass ich wirklich spüre, mein Bewusstsein tritt wirklich zurück. Und das Bewusstsein der Engelwelt oder auch meiner geistigen Führung, je nachdem, wen ich dann dieses Bewusstsein überlasse, tritt in mein Bewusstsein. Das ist für mich seriös. Ich erfinde nicht irgendetwas oder... Natürlich ist auch das inspirierende Sprechen, finde ich, sehr etwas Schönes. Da bekomme ich auch schon Inputs. Aber da möchte ich wirklich, dass mein Bewusstsein wie ein bisschen auf die Seite geht. Dann habe ich mein Handy angeschaltet und nehme das auf. Und je nachdem, welche Frage ich stelle, dann auch ganz klar, das ist ganz wichtig, die klare Absicht hoch. Was habe ich für eine Frage? Und dann spüre ich wirklich, wie die Antworten auch dann kommen. Und die letzte Antwort war... Und da sprichst du praktisch und nimmst dich selber auf. Ja, weil ich ja weiß nachher nicht mehr, was ich gesprochen habe. Das heißt, ich muss ganz klar sagen, ein Teil weiß ich immer noch. Ich vergesse nicht alles, weil mein Bewusstsein ist nicht ganz weg. Ich gehe nicht in die Volltrance. Ist so ein, vielleicht noch so 15% Jasmin ist noch da. Und das, was ich behalte, weiß ich, hat immer wirklich auch viel mit mir zu tun. Weil sie mir dann auch immer etwas sagen. Das ist ein sehr schönes Erlebnis für mich jedes Mal, weil ich dann einfach diese absolute Liebe spüre. Und es ist spannend, wenn ich das mit einem Klient mache, dann muss ich auch immer sagen, weißt du, mein Gesicht verändert sich. Ich sehe dann ein bisschen anders aus und meine Stimme verändert sich. Ich spreche ja normalerweise Schweizerdeutsch. Sie sprechen immer Hochdeutsch mit mir, durch mich, durch. Und das letzte Mal war eine sehr schöne Botschaft, weil da kam wirklich, wirklich durch, dass jetzt die Zeit des großen Wandels ist. Und dass die dunkle Energie, die schwere Energie, sich immer mehr auflösen wird. Entweder wird sie sich ganz auflösen oder sie wird erkennen, dass sie sich transformieren darf jetzt. Es ist die Zeit der Transformation. Sie wird sich umwechseln müssen und sie weiß das, weil ihr gar nichts anderes übrig bleibt. Und dass sie uns in diesem Prozess ganz klar begleiten. Weil es eilt nicht, das habe ich auch noch spannend gefunden. Es eilt nicht, haben sie noch gesagt. Weil du musst wissen, dass die Liebe manchmal langsam wächst in jedem von uns. Aber sie beginnt behutsam zu wachsen in jedem von uns, um danach wirklich zum Ausdruck gebracht zu werden, damit es eben dieses Miteinander wieder gibt. Das war eine sehr schöne Botschaft. Das heißt, vielleicht werden manche Zuseher sagen, das Miteinander haben wir jetzt auch, aber es hat eine andere Ausrichtung. Ja. Das Miteinander ist doch auch sehr stark, glaube ich, an unser Ego, an unser Selbstbild, unser eigenes Überleben. Und dann erst das andere. Die Ausrichtung ist sehr stark im Außen. Das Erkennen des anderen in einem selber ist auch immer schwierig. Wir haben immer noch Konflikte und Kriege weltweit. Wir haben große Probleme, die zu lösen sind. Ob das jetzt, sage ich mal, das Bevölkerungswachstum ist, dieses Klima, das sich verändert, diese ganzen
Flüchtlingswellen, die auf uns zukommen und so weiter. Viele Menschen, die sagen, ich möchte auch ein besseres Leben führen. Das alles, das Wirtschaft, das nicht mehr unendlich wachsen kann. Mhm. Alle diese Dinge müssten wir irgendwo bewältigen. Mhm. Diese Dinge sehen natürlich die Engel auch. Gibt es denn zu diesen Themen Botschaften? Weil die Botschaft allein bleibt in der Liebe, ist natürlich schwer umzusetzen, mhm, wenn man diese Probleme ja tagtäglich vor den Füßen hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist sicherlich so. Es ist für unser Verstand schwierig. Mhm. Ich bekomme das Gefühl, wenn wir nicht mehr mit dem Verstand, weißt du, der Verstand, der denkt ja immer, der analysiert die ganze Zeit. Und da entsteht ja auch die Angst. Die Ohnmacht, die Wut, alles, vor allem die Wut auch oder die Ohnmacht, die entsteht eigentlich in unserem Verstand. Aber die Engel, die sprechen ja nicht durch unseren Verstand. Und die sprechen ja auch vor allem in unserem Herzen. Mhm. Das heißt, es ist eine ganz andere Sprache. Und es ist auch so, dass sie mit uns wirken wollen. Genau, auch für dieses Miteinander, für diesen Weltfrieden, der dann darf entstehen. Aber es ist halt auch so, und das höre ich auch immer wieder, dass sie uns auch immer sagen, wisst ihr, schlussendlich habt ihr die Verantwortung. Ja klar, wir es ist euer Weg, aber wir unterstützen euch dabei. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir nicht mehr in dieser Angst leben und in dieser Wut und eben nicht mehr in das Urteilen gehen, dann löst sich einiges auf. Und nicht so einfach, und doch ist es doch. Genau, das ist eine wichtige Botschaft, mhm, die ich schon von sehr vielen Medien, mhm, mittlerweile bekommen, mhm, habe, die hier Informationen, mhm, aus einem anderen, ja, Realitätsraum, sag ich mal, durchgeben, mhm, sei es von den Engeln oder anderen höheren Wesen, die sagen, wenn sie aufhört zu werten, also, mhm, das heißt ja nicht, dass ich irgendwas gutheißen will, wenn was, ja, genau, aber das zu werten, weil, mhm, vielleicht hast du früher selber sowas gemacht, mhm, wenn man in einem größeren Zusammenhang denkt, man sagt, okay, es gibt vielleicht ein Leben vor dem Leben oder ein Leben, mhm, nach dem Leben und irgendwann hast du vielleicht auch irgendwas gemacht, was, mhm, nicht unbedingt dienlich ist der Liebe, dann, wenn es jetzt wert ist, dann nimmst du vielleicht hier ein bisschen ein Karma auf dich, also da wird schon vieles leichter gehen, wenn wir nicht werten würden. Ja. Würden wir dann die Probleme leichter in den Griff bekommen, weil wir sehen, ja, Mensch, irgendwie sind wir doch eine Familie? Mhm. Also ich bekomme schon stark das Gefühl, weil wir werden ja andauernd. Spannend ist ja nur schon, wenn du die Augen schließt, ganz, ja, ehrlich. Wenn du die Augen schließt, deshalb gefällt mir übrigens auch die physikalische Medialität so gut, weil die ja im Dunkeln stattfindet, dann siehst du plötzlich mehr. Mhm. Wenn du die Augen schließt, dann nimmst du plötzlich mehr wahr, weil dein unsere Augen, obwohl ich ja das liebe, ich liebe die Farben, ich liebe die Natur, alles ist, und das kann ich ja nur durch meine Augen, aber wenn ich die mal schließe, dann ist dieser ein großer Teil vom Werten schon mal weg. Hat das auch was mit Meditation zu tun, wenn wir zukünftig lernen, dass die Kinder in der Schule, in den Kindergarten, sogar 1-2 Stunden in der Früh schon mal meditieren, um zu erkennen, dass wir mehr sind, als wir unser Verstand? Ach ja. Weil dann sind wir wirklich in der Stille. Und in der Stille, das ist ja das Schwierige heute für viele Menschen, die nicht mehr in die Stille, weil sie nicht mehr in die Stille gehen können. Weil in dieser Stille, wenn du absolut in deinem Innenraum bist, in dieser Stille, dann nimmst du die Liebe wahr und dann nimmst du vor allem eben auch die geistige Welt wahr. Weil wenn es laut ist, die können wir nicht hören. Und es ist schon schön, wie du sagst, die Kinder, stell dir vor, Nepomuk, ich bin eingeladen worden für die Lehrerfortbildung im 2024 im Kanton Solothurn, um den Lehrern autogenes Training für die Kinder zu lernen. Okay. Ist das nicht wunderschön? Sehr schön. Das heißt, sie machen einen Schritt jetzt. Ich bin noch älter. Die machen jetzt tatsächlich einen Schritt, um, ja, zu sehen, ja, Sport ist gut, aber Meditation, genau, ist auch nicht schlecht. Genau, und das ist ja unglaublich. Ich habe mich so gefreut, dass ich so eingeladen worden bin für die Lehrerfortbildung, damit sie das den Kindern weitergeben können. Weil wo holen wir die Kraft? Mhm. Spannend ist, ich habe ein Seminar gegeben, jetzt zweimal schon, da haben wir Löffel gebogen. Mhm. Mit unserem Diamanten, ich sage mit unserer Kraft. Das zeigt auf, dass wir Dinge können, mhm, und man sagt, unsere physikalischen Gesetze sagen, nee, du kannst keinen Löffel, genau, biegen, aber man zeigt es, dass das möglich ist. Das zeigt aber auch auf, dass hier was Größeres im Hintergrund, mhm, ist. Und auch vor allem unser Geist. Wir mächtiger selbst sind, als wir denken. Viel mächtiger. Stell dir mal vor, wenn ein Kind das wüsste. Ja. Wenn ein Kind das wüsste, hey, du schaffst das, du schaffst einen Löffel zu biegen. Du kannst alles schaffen, mhm, diese 6 bis 9 Jahre Schule, die wir in der Schweiz das Minimum haben, das schaffst du, wenn du einen Löffel biegen kannst. Wenn du kannst das, du kannst viel mehr, als du denkst. Und jetzt sind wir bei einem anderen Thema, was du vorher angesprochen hast, Weltfrieden. Wir können viel mehr bewirken mit unseren Gedanken, weil wir sind so unglaublich mächtig und wir haben das einfach vergessen und es wurde uns zugedeckt. Weil wir gehen ja immer in Resonanz, wenn wir immer in der Angst sind, in der Wut.
Ja, da gibt es ja diese Experimente über die Meditationen, wo ja ganze Städte, sage ich mal, friedlicher wurden, weniger Kranke wurden, indem dass man meditiert hat, wenn tausende von Menschen meditieren oder wenn wir weltweit jeden Vormittag einmal 2 Stunden für oder 1 Stunde für den Frieden meditieren würden, hätten hier eine komplett schnelle Veränderung. Das ist doch unglaublich, oder? Ja. Das ist schon witzig, weil die Wissenschaft hat ja das dokumentiert, die sagt, okay, das ist so, aber wenn wir sagen, nicht verstehen, wie es funktioniert, aber es scheint schwer zu sein, dann diesen Dingen zu folgen, dran zu bleiben. Das ist so, und deshalb ist es mir so wichtig, weißt du, immer wieder diese Seminare zu geben und dies weiterzugeben, sei das Erwachsenen oder sei das vor allem auch Kindern jetzt, dass wir das weitergeben. Wie gibst du den Menschen oder den Zusehern, die jetzt gerade zuschauen, wie gehen wir denn zu den Engeln? Was sollen die machen? Wenn jemand sagt, ich würde auch gerne mit meinen Schutzengel, ich würde da auch mal gerne Kontakt aufnehmen. Ja, das ist so etwas, es ist so etwas Wunderschönes und es ist wirklich ganz einfach. Es geht darum, dass, sag ich mal, das Wissen, wir sind begleitet, das absolute Vertrauen zu haben, dass das passieren kann, weil wenn skeptisch da ist, dann ist es schwierig für die Engel, einfach sich einmal hingeben, meditieren oder sich zurückziehen ins Innere. Das heißt, es geht zuerst wirklich darum, die Ruhe zu bekommen, wieder die absolute Stille in sich, diese Ruhe, dieses Stillsein. Und dann geht es aber auch darum, zu wissen, dass wir ein Energiefeld haben. Und das geht ja 5 bis 30 Zentimeter, unsere Aura, im Normalzustand. Und wenn wir in der Liebe sind, dann geht diese Aura noch viel weiter, bis zu 2 Meter. Jetzt ist es wichtig, eben, wie gesagt, die Engel sind immer bei uns. Jetzt, wenn du sie aber wirklich fühlen willst, du selbst, dann ist ja die Engel sind ja Energien. Und unser Energiefeld ist auch Energie. Das heißt, diese Energien können verschmelzen zusammen und du wirst sie wahrnehmen. Okay. Das bedeutet, dass du dein Energiefeld aussehen musst, sollst, damit du sie spüren kannst. Natürlich gibt es Menschen, die spüren sie auch so. Aber für die meisten ist es einfach schwierig. Und wenn du dann dein Energiefeld wirklich ausdehnst, und das lerne ich den Seminarteilnehmern oder den Menschen, die zu mir kommen, gibt es eine ganz einfache Methode. Und dann wirklich einen Engel einlädst, zu dir zu kommen, dann wirst du ihn fühlen. Du wirst ihn mit irgendeinem Hellsinn fühlen können. Ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, keinen Teilnehmer, und ich gebe jetzt schon einige Jahre Seminare, den Engel nicht gefühlt oder gesehen, gespürt, gerochen, geschmeckt, gehört haben. Das ist schon etwas sehr Schönes. Jasmin, das ist doch ein super Schlusswort, wenn man sagt, die Engel sind um uns, sie helfen uns, wenn wir sie bitten. Sie drängen sich nicht auf, aber wir können mit ihnen in Kontakt treten. Sie geben uns Informationen, Botschaften. Sie nehmen zwar unser Leben nicht ab, aber sie können uns hier wichtige Tipps geben, vielleicht auch dabei die Perspektive zu wechseln und in Liebe zu bleiben. Ja, danke dir, Jasmin. Ich danke dir von Herzen. Und danke, liebe Zuseher. Das war wieder das Thema Engel in der Welt um uns. Und bis zum nächsten Mal zur spirituellen Sprechstunde. Danke.